Eigentlich brauche ich nur das. Also wenn ich auf einer einsamen Insel, vorausgesetzt, die hätte Strom, gehen müsste, bräuchte ich eigentlich nur diese kleine Kiste mitzunehmen für meine Elektronikbasteleien. Das ist all das Werkzeug, was ich tagtäglich so brauche. Okay, lassen wir mal diesen Block beiseite. Ich glaube, den hat jeder. Was ist sonst so an der Kiste? Fangen wir an. Hier ist ein Lötkolben. Der ist jetzt ein kleiner, der ist eher für SMD 15 Watt. Vielleicht würde ich eher einen 35 Watt mitnehmen. Hierzu habe ich ja schon mal ein ganzes Video gemacht. Das ist die schöne Lötstation mit den T12 Spitzen. Ja, aber die braucht man eigentlich gar nicht. Es würde hier so ein ganz kleiner, einfacher Lötkolben reichen. Ohne Multimeter geht es nicht. Da reicht auch das Allereinfachste. Ich glaube, die tun alle ihren Dienst im Rahmen der Messgenauigkeit, die man als Amateur so braucht. Eine Funktion, auf die ihr achten solltet, wenn ihr euch eins zulegt, dass ihr eine Durchgangsprüfung mit Piep habt. Wenn ihr da ein bisschen mehr anlegen wollt, da gibt es, sage ich jetzt mal, ab 100 Euro richtig gute Exemplare, zum Beispiel von Gossen Metrawatt. Aber dieses hier wird es auch tun. Ein Akkuschrauber, den brauche ich aber eher zum Bohren. Das heißt, hier sind auch noch Bohrer drin. Ich nehme ganz gerne diese Edelstahlbohrer, die taugen für alles universell, ob das Plastik, Holz oder auch dann Edelstahl ist. Der kleine Bosch 10 Volt oder jetzt nennt man das ja alles 12 Volt Akkuschrauber ist genial. Er kann sehr langsam laufen, er kann schnell laufen, vorwärts, rückwärts, zwei Stufen, Schnellverschluss. Kostet so um die 100 Euro. Das ist so eine echte Empfehlung. Da würde ich auch nicht so viel sparen, weil die Preiswerten sind auch nicht so viel preiswerter und man hat da keinen Spaß dran. Hier die Schnellladeakkus sind auch super schnell geladen. Also ich glaube, man kriegt die nicht schneller leer, als man sie laden kann. Also ich habe zwei davon. Was ist noch in meiner Kiste? Ja, hier. Das ist mal was Teures. Ja, nicht ganz so teuer, aber ist schon eher gehobene Klasse. Eine Kabelabisolierzange von Knipex. Die leistet mir sehr gute Dienste. Hier kann ich einstellen, wie lang das Käbelchen denn sein soll. Ja, ist halt nur für Rechtshänder. Für Linkshänder sieht man da nichts. Schade. Aber die muss sein. Ohne die geht es bei mir nicht. Hier brauche ich nicht ganz so häufig, aber wenn, dann geht es nicht ohne. Das ist natürlich eine Heißklebepistole. Also ich würde auch auf die Farbauswahl achten. Pink muss es schon sein und Glitzerkleber würde ich mir auch gönnen. So, was ist noch in meiner kleinen Kiste? Ja, hier eine Knipszange. Das war nicht so eine ganz so teure, aber sie geht mit Feder auf. Das ist extrem wichtig. Sie ist so geschliffen, dass ich hier eben schneiden kann. Das ist für Elektronik besonders wichtig. Diese Zange ist eher ein bisschen gehobener wieder, teurer. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. 3582145 von Knipex. Da ist es genial. Also eine gewinkelte Spitzzange mit Feder, die brauche ich andauernd. Cuttermesser. Natürlich solltet ihr sehen, dass hier hinten noch Ersatzklingen drin sind. Auf der einsamen Insel kriegt man also schlecht neue Klingen und die verbraucht sich ziemlich schnell. Die hier sind auch schon wieder angerostet. Da muss ich auch demnächst schon wieder neue Klingen reinbauen. Okay, was ist noch in meiner Kiste drin? Zwei kleine Schraubendreher, ein Kreuz und ein Schlitz.
man sieht, den Schlitz habe ich hier schon viel häufiger gebraucht. Ist hier Eigenmarke von Obi, aber das Schöne ist, hier oben, das dreht sich. Das heißt, ich kann so relativ einfach Sachen fixieren und drehen. Die sind auch täglich bei mir im Einsatz. Okay, ja, das ist eher Verbrauchsmaterial. Lötzinn braucht man natürlich auch. Das hier ist zum Reinigen des Lötkolbens. Ein Schwämmchen. Ja, was brauche ich noch? Entlötlitze natürlich. Ist auch eher Verbrauchsmaterial, aber gehört zum Löten einfach dazu. Und dann braucht man natürlich Steckbretter, um seine Schaltung aufzubauen. Die gibt es hier in allen Größen. Ganz nett dazu ist hier sowas. Das kann man aufstecken. Das ist direkt mit Stromversorgung. Macht man hier einen 9-Volt-Block dran. Schon geht's los. Könnt ihr jetzt hier nur sagen. Ja, in Düsseldorf ist heute Abend wieder Ferienende ankommen. Könnt ihr auf 3,3 oder 5 Volt umstellen. Das ist ganz nice. Aber ohne die Steckbretter geht es halt auch nicht. Jetzt hier langsam eng. War doch ein bisschen mehr drin in der Kiste, als ich dachte. Für die Steckbretter brauchen wir natürlich noch hier so einen Satz Kabel. Hier sind verschiedene Längen drin. Kurze und ein paar Widerstände. Oder hier so flexible Kabel. Kann man nie genug haben. Weil ich weiß gar nicht mehr, was die Schaltung macht, aber ich traue mich nicht, sie auseinanderzunehmen. Vielleicht fällt mir doch mal wieder ein, was sie tun sollte. Ah ja, ich glaube, das ist ein Filter. Lowpass-Filter oder so. Gut. Ja, komme zum Ende meiner Kiste. Das war's. Mein Sharpie. Ich ziehe die Sharpies anderen Stiften vor. Die sind die amerikanischen oder englischen Eddings. Der hier hat zwei Seiten, eine feine und eine normale Textmarkerseite. Bei Eddings denke ich immer, die trocknen nach einem Jahr, wenn man sie aufgemacht hat, aus. Das passiert mir hier nicht, die sind schon uralt. Ja, deshalb nutze ich die lieber. Und natürlich hier meine kleine Pinzette. Gerade dann, wenn es um SMD-Löten geht, ist die unentbehrlich. Ja, das war's. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was euch jetzt fehlen würde an diesem kleinen Satz von Werkzeug. Verbrauchsmaterial ist natürlich nicht dabei. Ja, okay, Stift und so weiter sind jetzt vielleicht auch Verbrauchsmaterial, aber für mich zählt das als Werkzeug, weil ich es von Schaltung zu Schaltung immer wieder verwenden kann, genauso wie Lötzinn. Also, ich glaube, diese Rolle Lötzinn hält schon mein ganzes Elektronikerleben. Wenn nicht, gibt es eine neue. Schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Lieblingswerkzeuge sind. Würden sie auch in meine Schachtel passen? Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Bis bald. Ja, dann mal auf zur Insel.